irgendwas im Internet gefunden, das du uns empfehlen würdest? Ja, mein Mitbewohner hat, die haben einen eigenen Skateladen in Trier und der nennt sich Support und der hat auch eine Internetseite, die nennt sich Support mit Z geschrieben, nicht mit S, support.com und es ist eine sehr aufwendig schön gemachte Seite. Man findet unter anderem auch in der Galerie Fotos von einigen Leuten, die in Trier wohnen, die diesen Sport professionell betreiben und erfährt so ein bisschen was über die Leute. Hast du sonst noch irgendwas, was du uns empfehlen könntest? Ja, Rockterrine. Was ist das? Quasi ein Catering-Service meiner Schwester. Ah. Die haben auch schon ein Buch rausgebracht, das nennt sich Scheiße. Bio? Wie heißt das Buch von Kadi? So schmeckt Rock'n'Roll, genau, so heißt das Buch. Und da stehen halt Rezepte zu den jeweiligen Bands, die sie bekocht haben drin. Zum Beispiel, wen haben sie schon bekocht? Fanta 4, Billy Talent. Wie schmeckt Fanta 4? Das weiß ich nicht. Das muss man im Kochbuch nachschauen. Wir gucken uns das an. Alles klar. Hast du irgendwas Tolles im Internet gefunden, wo du sagst, das ist toll? Ich habe auf YouTube gesehen einen Menschen, der Beatboxt und zwar verschiedene Beats ineinander schüttet. Der hat dann in verschiedenen Schüsseln verschiedene Beats drin und kippt die alle zusammen in eine große Schüssel und mixt das einmal durch. Und das macht er alles mit dem Mund also und dann am Schluss kann man sich das, was er in der großen Schüssel hat, anhören, indem er den Topf aufmacht quasi, den Deckel ab. Was machst du im Internet? Wo finde ich dich? Auf It's Not Too Much. Was ist das? .blogspot.com. Das ist ein Lifestyle-Mode-Blog einfach. Wir versuchen halt ein bisschen irgendwie was anderes reinzubringen. Viel Editorials aus den neuen Modemagazinen, auch international. Designst du auch selber? Ich designe nicht selber, aber ich befinde mich seit heute. Heute war nämlich mein erster Studientag und ich studiere seit heute Modejournalismus. Gibt es noch irgendwelche Seiten, für die du dich jetzt speziell fürs Studium informierst? Es gibt zum Beispiel style.com, das ist eine sehr kommerzielle Seite, muss ich sagen. Dann gibt es noch fashionspot.com, das ist im Prinzip so ein Forum, wo wirklich jeder aus allen möglichen Ländern wirklich echt immer die neuesten Sachen schreibt. Wirklich echt immer zu ganz vielen unterschiedlichen Themen und das ist zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. fashionspot.com. Hast du eine Seite im Internet, die du uns empfehlen könntest? Absolut. Also wer Metzgers Tochter noch nicht kennt, der sollte sich das absolut mal angucken. Die besten Fleischwitze überhaupt. Fällt dir da irgendwas ein? Da gibt es ganz viele Sachen. Den Fleischwerkzeugkoffer, den Fleischteppich. Also ist auf jeden Fall ein heißer Tipp. Du bist Designer? Ja. Für was? Ich bin Grafikdesigner und ich mache Bewegtbildgrafik. Also fürs Fernsehen, so in die Richtung. Das heißt, dann finde ich dich doch bestimmt im Internet oder irgendwas, was du gemacht hast. Auf jeden Fall. Meine Website heißt www.jensarnold.com. Und was finde ich dann dort? Mein Portfolio, mein Demo-Reel und ein paar Beispielarbeiten. Hast du da irgendwas ganz Besonderes, wo du sagst, das ist mein bestes Stück? Da sind nur die besten Stücke drauf. Im Internet, was machst du da, wenn du im Internet bist? Ich suche mir immer ganz verrückte Seiten aus und unter anderem gehe ich immer auf eine Seite von Hawaii. Da gucke ich mir die Live-Webcam von Waikiki Beach an und gucke so, wie die Leute da so abgehen. Entdeckst du dann auch Leute wieder? Ah, die Person, die kenne ich, die habe ich gestern schon gesehen. Ich habe auch schon mal einen Kumpel von mir da getroffen vor der Webcam. Also der ist da hingeflogen, wir haben uns dann verabredet. Du hast einen coolen Webtipp, habe ich gehört. Ja, zetu.com. Was ist das? Eine Internetseite, wo man öffentliches Fernsehen umsonst gucken kann. Die großen Sender ProSieben, Sat1, RTL 2, Kabel 1 sind nicht dabei. Ja, braucht man, glaube ich, eh nicht wirklich. Ja. Cool, danke schön. Bitte schön. Was hast du Interessantes im Internet gefunden, was du uns empfehlen könntest? Also ich habe letztens, darf ich nehmen das Mikrofon? Wenn du willst, kannst du es nehmen. Ich habe letztens ein Video bei YouTube gesehen und da ging es halt um eine Schlange und die wird halt gefilmt und man sieht halt, sie sich durch den Bildschirm stängeln und wenn man dann so am Ende der Schlange des Kopfes angekommen ist, beißt sie einmal ganz schnell in die Kamera und alle zucken ganz schreckhaft zusammen. Jetzt muss es mir aber auch wieder geben. Bitte.